Drachen-Eier. Ich drin? Nein, jetzt ist es nicht. Kühlschrank. Nein, du nicht. Warum nicht ich? Warum nicht ich? Hier ist der Kühlschrank. Verstehe ich aber. Lass mich das machen. Nein, er hat ihn gehört. Nee, ich will meinen Zuschauern ja auch mal was bieten. So, das ist jetzt hier, Achtung, Spannung pur. Pops, weg. Soll ich dir mal die Quicksort-Leiste tun, um spannender zu machen? Alter. Kannst du wieder eine Slow-Mo einbauen? Jo. Damit man nicht immer so schnell ist. Ah, so, wo soll ich denn hin tun? Einfach irgendwo hin? Zwischen die Forges, also direkt eigentlich hinter dir. Okay, ich hau's aber mal mittig, okay, weil falls irgendjemand eine Wand wegschießt oder so. So, oh, oh. 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 Ah. Ich bin den 132er. Mach wie du denkst, mir ist der 88er auf jeden Fall. Ey, der 132er wird mir. gefunden. Ich würde eh sagen, dass heute nochmal eine 2-3er-Gruppe Dracheneier besorgt irgendwie. Meine Mutter ist tot. Wieso ist deine Mutter tot? Ich weiß gar nicht mehr, woran genau. Achso, ja, wir wollten ja von der Lenkrakete. Ach ja, die Lenkrakete, stimmt. Jo. Ich hab das schon mal ganz vergessen, Alter, die Lenkrakete. So, ich war da auch nochmal, Leute, ne, wegen der letzten Folge. Meine Audiodatei wurde nicht gespeichert, deswegen, das habe ich auch reingeschrieben und so. Jetzt ist wieder alles normal. Ich hoffe, jetzt speichert wieder alles. Wenn ich hier miete, ich wäre nicht schlecht. Ja. Ich glaube, ein bisschen. Ah. Stimmt! Sollten wir mal machen, ne? Ja, 85, haha. Das ist unglaublich, dass du der Höchste bist hier. Obwohl die Kill-XP so hoch ist. Ich verstehe das nicht, wie du das dann kannst. Ich habe mir lange Gedanken gemacht nach der letzten Staffel. Deswegen warst du immer so im Stress und so im Urlaub mal. Du hast wochenlang geübt, dass du. Das kann ja nicht sein, dass der Bean der Höchste war. Genau. Obwohl du die ganze Zeit zu Hause auch so craftest. Diese Demütigung konnte ich nicht ertragen. Oh Mann. So. Ich brauche eine Aufgabe. Öl. Öl. Ich bin jetzt in der Schlucht, Beam. Jo. Ich locke gerade runter. So, jetzt spring doch runter. Die Schlucht runter oder was? Nie. Ich muss wahrscheinlich hoch wieder, gell? Also was ich sehe jetzt hier auch eine Schlucht, da wo die Ruinen sind und so. Das gucke ich gerade drauf. Weißt du? Ruinen? Du meinst die von Diablo oder normale Ruinen vom Spiel? Normale Ruinen. Vom Spiel. Also ich bin jetzt unten, da wo Diablo der Wasserleitung. Ah, da sehe ich Ruinen. Lauf da mal hin. Aber ich weiß nicht, ist das der Aufgang? Ja, das ist so ein Aufgang in der Schlucht. Ich glaube, ich sehe dich, ja, ich sehe dich. Der kommt mir jetzt entgegen. Zweiten Golem hast du mit, okay? Ja, dann. Das geht nicht. Hier müsste gut sein. Gott, ich bin überladen. So. Juhu, da musst du übelst aufpassen mit den Steinen und so. So, okay. Dann go, go, go. So. Ich bin bereit. Ist das da vorne der? Oh. Will irgendwie nicht aufwachen, hm? Warte mal. Ich geh mal hin. Öl. Boah, das ist halt schwierig. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, ob wir Schaden an die machen, ne? Aber theoretisch müssen wir, hast recht, ne? Wir müssen so viel Schaden an die machen wie an uns. Boah, der haut aber nicht rein. Jetzt müssen wir eben alles droppen hier. Ah ja, der kriegt gut Schaden, glaube ich. Meinst du? Der wird schon ganz bröckelig. Siehst du? Woran erkenne ich denn das, dass er Schaden genommen hat? Der blutet ja nicht. Der bröckelt, also der wird ganz bröckelig. Ach ja. Der prückelt. Siehst du? Das ist schon ganz zerstampft. Okay. Ich erkenne es nicht so richtig, muss ich mir da nochmal angucken.
Ja, ich glaube, ich erkenne es. Stopp! Nein! Okay, ich habe 56 Öl gekriegt. Ich 86, ich habe auch nochmal drauf gehauen. Warte mal, Pike. Scheiße. Okay. Die bringen Stein, Öl, Kristall, Obsidian, Metall und Sulfur. Nahezu alles, was du normalerweise von Steinen abbaust oder Steinen. Also ich habe jetzt schon 150 Öl. Nice. 180, 200, 220. Okay, also hätten wir nicht draufgehauen, hätten wir bestimmt deutlich mehr bekommen. 220, ja, das war eigentlich ganz gut. Oh. Wir haben wirklich großen Ölmangel, weil wir haben keine Ölquelle bei uns in der Nähe. Das ist ein bisschen, du hast gesagt, du hast 80 bekommen mit deinem Golem und ich habe 50. Ja, in dem Golem sind es 300 Öl drin bei mir. Ja, dann sonst 350 Öl haben wir jetzt. Kann man die Golems auch irgendwie vorausfliegen? Mit Steinen oder so? Du kannst ihn sogar mit Fleisch vorspeeden. Oh, da ist ein Spieler. Juhu, ich hab einen getötet! Gib mir das Implantat, gib mir das Implantat. Oh, wow, 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 wow. Okay, das ist mein. Kreta hast ihn überhaupt übrigens gekriegt. Ah, cool. Wo hier muss der Spieler sein? Der ist da, der baut jetzt die Base zu, so wie es aussieht. Da ist er doch. Warte, ne? Granate rein, okay. Oh, ich hab mich selber getötet. Nein. Was? War da überhaupt jemand? Ja, in dem Haus ist einer. Der hat es jetzt schon zugebaut, hä? Damm von Jan. Vorhin war es noch nicht zugebaut. Ja, Jan habe ich gekillt, aber da müssen noch ein anderer sein. Ja, dann fliege ich jetzt zurück. So dumm. Danke, trotzdem kurz aufpassen. Komm du auch schnell, dann können wir Dracheneier machen. Ja, das reicht. Das ist so fies, ey, weil du bist halt echt immer One-Hit mit Rakete, ne? Das ist total übel. Da ist er, da ist er, da ist er, der hat die Tür offen. Der hatte gerade die Tür offen. Ach, Beamer. Ja, wir brauchen das Implantat, oder? Wir wollen nur, ich hab sowieso schon zum 10. Mal angefangen. Wir wollen nur dein Implantat haben. Ja, aber könnt ihr mich nicht raiden? Sollen wir dich, wieso raiden? Wir raiden dich doch gar nicht. Also an sich doch, wir raiden dich eigentlich gerade. Wir haben schon zum 10. Mal neu angefangen, ne? Und wieso greifst du mich jetzt an, Alter? Okay. Ja, weil du mich sonst abschießt. Ja, okay, töte mich, aber bitte nicht da. Nicht da? Du kannst meine Implantat von mir haben. Nimm was anderes. Ey! Typ nervt langsam ein bisschen. Da hinten, hier ist. Hier liegt's. Töte mich. Hat mir ein bisschen zu viel gequatscht. Da haut er mit der Peitsche zu. Ich hätte ihn jetzt beinahe in Ruhe gelassen. Ja, wahrscheinlich nicht. Willst du den Wolf noch töten? Nee, den Wolf noch. Das wäre jetzt gemein. Wer weiß, was der noch im Haus hat. Ach komm, zum, nee, komm, ja, lass den ja, mal. Aber warum ist denn hier ganz alleine? Verstehe ich nicht. Na komm. Ey, jetzt hat er meine Bonas aufgehoben, oder was? Ich hatte gerade welche aufgehoben. Ah, dann hat er dir die. Alles klar, warte, ich geb dir welche. Ach so gut. Was? Hier, hast 10 Stück von mir. Wieso, sie dir? Was denn los? Nee, das hört sich lustig an. Du redest erst vom Zuschlag.
Gerne mal ansammeln. Aber wieso ist er da ganz alleine? Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht ist es ja eine Falle. Beeilt euch. Ja, keine Ahnung, ist der überhaupt gemeldet hier bei uns? Hast du wieder vergessen, die Joinliste zu aktivieren? Oh, okay. Es wird auch gleich Nacht, glaube ich, oder? Ist auch okay, er schreibt erst ab Theo. Okay. Nicht erschrecken. Na komm, lass mal zu den Dracheneiern, oder? Du Geier? Da werden ein paar sterben. Das ist. Bei Maxi? Was hast du gemacht? Was geht? Was ist los? Wo bist du? Was hast denn du getestet? Alles gut, ich bin in der Wüste und da ist einer von Kinder mit dem Rex. Alles gut. Wo denn? Wenn's uns nichts ist. Am anderen Ende der Welt, im Süden bei der Ruine zur Höhle. Im Süden bei der Ruine zur Höhle. Okay, da unten rechts. Ah, bei unserer PvE-Base. Nee. Da bist du da. Ach du Scheiße, das ist weit weg. Ja, okay. Ja, ja. Das sind nur welche, die ich unterwegs just so von mitgetamed habe. Tolles. Aber mit so einer Lenkrakete jetzt mal auf den T-Rex zu ballern, auf den Piloten hätte ich ja schon Bock. Ja, ne? Eigentlich schon. Na, gucken wir mal, ob hier schon wieder so ein Partyvogel. So, Leute, wir brüten jetzt die Eier aus. Ausbluten? Brüten. Dein Ei ist im Schrank. Okay. Hätt's ja auch mal mit was. Oh, da ist er. Oh. Ja. Ist der hässlich. Oh, 7100 Leben hat er schon. Muss ihn rausziehen, Leute. Boah, der hat richtig viel Leben. Ich finde den übelst hässlich. Am besten war es der hässlich. Ich hoffe, der läuft nicht auf die Fortress. Ich hab ein bisschen Angst, dass der draußen irgendwie. Nein, nicht nach draußen. Nicht nach draußen, Alter. Also, so hässlich er auch ist, aber der weiter drin ist sicherer ist als draußen. Der kann draußen übelst easy weggesnipert werden. Ja, und dann jetzt hier in die Ecke. Und wie willst du den dann rauskriegen? Weiß ich nicht, müssen wir uns was überlegen. Ja, das machen wir schon mit dem Geld. Wir reißen die komplette Base dann ab, wenn wir Drachen haben. Was? Ja, ohne mich. So gut. Nein, das ist für. Das wäre verrückt, wenn du den jetzt draußen. Das wäre jetzt verrückt, wenn du den draußen parkst. Lassen ihn jetzt erstmal drin und wenn er zu groß wird, bringen wir ihn raus. Es ist Zeit für feuriger Stampfi! Die paar Wände, die können wir ruhig ersetzen. Stampfi, Stampfi, feuriger Stampfi. Das sind noch Metallwände. Feuriger Stampfi. Feuriger Stampfi. Da ist er! Ah. So. Ja, 4500 Leben. 1000 Stamina, 160 Milli damit. Okay, oder? Ja. Ja, ein bisschen Zahnschmerzen hat er, aber sonst geht's. Zahnschmerzen? Hey! Dambi ist auf jeden Fall sehr, sehr viel hübscher als dieser komische andere Drache, der da voraus kann. Naja, Zahnschmerzen sind den Drache wert. Wo ist denn deiner? Der sieht aber blass aus. Also dann sollte es mal ein bisschen was zu essen geben. Genau, wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Milch? Brauchen wir jetzt Milch oder nicht? Keine Ahnung. Wie viel hat der? Der hat. Der hat 900. Ja. Der hat 1000 Food, deiner leider nur. Und meiner hat da ein bisschen mehr. Also meiner hält ein bisschen länger aus. Ich glaube schon. Mag jetzt jemand den 104er Golem tame oder nicht? What? Ja klar, oh, gerne. Hört mal mir zu. Ich hab das überhaupt nicht gehört. Ich warte gerade am Drachen zähmen. Brüten. 58, 28 werden 104er, aber ich habe halt nichts dabei, um einen Golem zu tamen. 58. Ist ja gar nicht so weit weg von uns, hä? Es geht. Kannst du den ein bisschen in unsere Nähe locken? Gut, es geht. Golem lassen sich bescheiden ziehen. Das geht. Ein bisschen probier ich's, aber. So ein bisschen wenigstens. Ja klar. So Leute, okay, jetzt müssen wir halt nur noch rausfinden, je nach Einstellung, wir wissen es jetzt nicht, ob wir noch Milch besorgen müssen oder nicht dann. Wie ihr es gerade am Ausrechnen. Ich glaube 14 Stunden würde der aushalten, meine. Okay, ich habe gerade mal gerechnet, also deiner muss in spätestens 4,5 Stunden nämlich. Meiner. 4,5?
Yes. Oh, dann muss man. Weil die nämlich in 10 Sekunden einen Food verlieren. 10 Sekunden einen Food? Achso. Ja, ich hab die Zeit. Stopp. Bedeutet, meiner braucht irgendwie, weiß ich nicht, 2 Stunden oder was? Nein. Ja, die verlieren irgendwie schneller Food, ja. Ja, 2,5 Stunden. Und wie schnell geht das hochziehen? Das weiß ich nicht. 8 Stunden ungefähr. Oh. Also wir brauchen Milch. Wir brauchen Milch. Ungefähr 2 Stunden. Cool, dann können wir ja noch das ein oder andere Ei holen. Was ist das Wort? Mail? Mail. Guck mal, das sind Bros. Yay! Yeah. Yeah, oh, meinst du, die werden auch die ganze Zeit sich nur anzanken? Soll ich dir was sagen? Was? Das sind Wingmen. Yeah. Aber Volker Stampi ist der hübschere, wobei. Kotztütenausgabe, so hinterer Ausgang, rechter Schrank. Der ist doch nicht neidisch. Ah, die beiden, die werden noch übelst abgehen. Aber da, weißt du, das wird aber auch nur, wenn wir für die Milch besorgen. Ansonsten, oh, ja. Ansonsten werden die qualvoll sterben. Ja. So, okay. Also Bugs, du machst Milch, ne? Darts. Ja, ja. Okay. 7000 Leben, ey, das ist übelst krass. Deine. Aber Feuer ist cooler, ne? Es blitzt. Jo. Der hält halt ein bisschen besser auch aus. Meine Feuer kann nicht von Feuerpfeilen abgeschossen werden. Ja. Stimmt. Deswegen. Eigentlich nicht so weit. Also der hat eine ziemlich große Hitbox. Ryan, komm mal her. Test mal eben, ob du hier langkommst oder nicht. Ich kann laufen. Nee, so rum nicht. Ja, so rum ist das ist ja das Ziel, der kommt ja von da. Probieren wir erstmal so, ja, dann habe ich noch 5 übrig. So, okay, Gammy, den jetzt hier durchlocken. Durch diese Pillar-Ebene, okay. Warte mal. Ich baue mal noch ganz schnell den Parasail auf. Ah, du kannst schon mal anfangen. Die hast du schon einen Pillar von dem Kram? Pillars? Wo sind Pillars? Jo. Das sieht gut aus. Ich glaube, die Kanone kann ich fast so lassen, oder? Könnte aber böse enden, ne? Ja, wie willst du das denn machen? Triffst. Ja, Pillars. Naja, ich würde vielleicht draufschießen. Können wir auch machen. Warte mal, ich weiß nicht, ob ich so eins runterziehen sollte. Nee, das war dumm. Wir können auch Mo einfliegen lassen. Ich glaube, so hier passt. Okay. So, das Problem ist jetzt nur, Moment, ich muss die Kanonen mal eben rausholen. Hoffentlich klappt das jetzt. So, okay. Moment, immer nachdem er sich dreht. Oh, der war schön. Okay, das haut hin. Dreh dich. Oh, wieder perfekt. Ups. Nur noch Salz. Sag mal, leider nicht. Fünf Ceilings mitgebracht. Kannst du sagen, warum? Ich weiß nicht, ob das. Ich weiß, vielleicht ein Stück zu tief. Jetzt ist er down. Aber das hat doch gezählt, anscheinend. Ja, sieht so aus, ne? Mhm. Okay, nice. So, wir brauchen jetzt Sulfur. Dingsbumsgedöns. Oh, der hat auch noch schön den. Oh nein, ich bin wieder bei unserer Base. Immerhin hast du sie gefunden. Ich bin in den Kreis geflogen. Vielleicht solltest du einen Turm oben. Achtung, Spieler mit Wolf. Wo? Wo denn? Bei unserer, bei unserem Metallberg. Der schießt auf mich. Ich lauf mal so. Der Metallberg war gegenüber von unserer Base, oder? Jo. Genau. Ist das der, wenn ich geradeaus, wenn ich das Tor rausgehe oder hinter unserer Base, der Berg? Hinter der Base. Okay, bin unterwegs. Ist okay? Ich glaube, ich sehe den Wolf. Ja, der Wolf ist ziemlich blutig, aber er kommt weg. Ist direkt an der Schlucht hier, der Wolf, ne? Schieße Rakete. Haben. Da ist ein Känguru! Bist du das? Bin ich.
Ja. Ich kann einloggen. Er ist getamed. Was ist denn das da vorne? Ein Hirsch? Nee. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eingeloggt habe. Hä? Was kannst du denn einloggen? Naja, mit dem Raketenwerfer. Wo willst du jetzt hin, Greta? Richtung Base. Okay. Okay, du warst jetzt auf dem Känguru, ne? Ja, genau. Okay. Implantat Nummer 3. Du. Übelst wie Muni. Ja, das ist noch wieder einer mit Wolf. Oh, übelst wie Raketenwerfer, oh, Leute, kommt her. Warte mal, kann ich das tragen? Ja, passt jemand auf mich auf? Neben dir. Der hat einen Raketenwerfer und ich habe keine Stamina. Sehr gut. Ey, ich habe 4 Raketenwerfer und 30 Raketen eingesammelt fast. Von dem. Keine Ahnung, wo ich bin gerade. Kann der von Sattel dabei? Ja, den kann er behalten. Sehe ich keinen. Das Problem ist, ich habe übelst wertvolle Ladung dabei. Ich habe einfach mal 30 Raketen von dem gelootet, 80 Sniper-Muni. Ja, fliegt zurück. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Implantat jetzt eingesammelt habe. Schaut nochmal rein am besten. Okay, ich sehe den Wolf, ich sehe den Wolf. Der ist noch da. Ja, ich habe auch einen. Das sind mehrere. Ein Berg oben noch? Ja. Ja, weiter unten. Auch. Ah, die sind zu weit weg, ich kann nicht drauf schießen. Unten bei uns oder? War ich ja hier mit den beiden Golem langlauf? Unser Metallberg ist nee, das. Nee, da nicht. Okay. Richtung Kingdom Base, oder? Das ist doch da oben. Das kann sein, ja. Ach, okay, cool. Ist das denn Kingdom? Ich weiß nicht. Kingdom? Weiß ich nicht. Bräuchte mal die Teilnehmerliste. Dann könnte ich das wieder abhaken. Okay, aber ich würde gerne erstmal meinen Loot nach Hause bringen. Ich habe, wie gesagt, übrigens hier eingesteckt. Die netten Homies. Steht im Flyblock. Okay. Ja, der Wolf war von den netten Homies. Also die Lenkraketen, die sind, witzig. Ah, ich sehe einen Wolf, ich sehe einen Wolf. Ich hatte ihn nicht gesehen. Ich bin jetzt auch mit dem Wolf auf dem Berg. Ja, ich hoffe, ich ziele jetzt nicht auf dich. Oh, ich krieg dich nicht eingeloggt. Doch, ich krieg eingeloggt. Das ist ein Gegner. Komm schon. Ich sehe wieder einen Wolf. Das Einloggen ist übelst schwer.